Guten Abend, ihr Herrschaften, und willkommen zurück zu Bo Let's Play Borderlands Together. Der letzte Part ist schon 2, 3 Minuten her, aber jetzt endlich haben wir uns dann mal wieder überwunden und sind jetzt wieder hier im Spiel und voll Bock auf Borderlands und so. Und hallo Joe. Guten Tag. Voll der professionelle Anfang. Im letzten Part sind wir hier nach Banditen City gekommen und dürfen nun Elementarwaffen ausprobieren, was vollkommen unnötig ist, weil wir schon einmal das ganze Spiel durchgespielt haben. Aber naja, die Quests ändern sich ja nicht. Also, möchtest du nur deinen goldenen Schlüssel nehmen oder nicht? Lass uns erstmal den Quest machen, dann kann ich den goldenen Schlüssel nehmen. Guti. So, das ist eine Flammenwaffe, das ist eine Slag-Waffe, Korrosionswaffe, Elektrowaffe brauche ich noch. So, ja, ist schon okay. Ach so, verdammt, wir sind, ach stimmt, wir sind jetzt nicht im, ups, wir sind ja jetzt in der Aufnahme und da sollten wir das jetzt eigentlich ausführlich machen. Deswegen soll man die lieber ausreden lassen. Ja. Waffen dürfen nur von Hyperion-Vertretern verkauft werden. Alle Nicht-Hyperion-Waffenhändler werden nach Jackville zwangsumgesiedelt. Ich glaube, diesen Satz habe ich noch nie gehört. Ich glaube ehrlich, ich habe das noch nie gehört, weil ich es immer übersprungen habe. Immer zu schnell geschossen. Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst. Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Jetzt testen wir mal diese neuen Slag-Waffen. Und jetzt Neue Slag-Waffen, ja. Okay, Headshot. Tja, jetzt wo er geslagt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super. Und du bist bereit für Handsome Jack. Lass uns jetzt über die Bezahlung reden. Vor allem, der hat mich schon die ganze Zeit bezahlt. Aber ist okay. Der nette Waffenhändler meines Vertrauens. Ah ja, stimmt. Ja, wir haben ja hier die unendliche Pistole, die du mir freundlicherweise überlassen hast, weil du so ein netter Kerl bist. Total. Dann sprechen wir mal dem Crimson Raider, oder willst du die Kiste öffnen? Ich öffne jetzt die Kiste. Gut. Mal was Spannendes zwischendurch. Um die vergangene Zeit der Nichtaufnahmen zu unterbrechen oder beziehungsweise zu Auszugleichen. öffnen. Ja. Okay, mal gucken, was da drin ist. Artefakte. Shotgun-Schaden. Shotgun-Schaden und nochmal Shotgun-Schaden. Woo! Also man muss dazu sagen, ich habe schon ein, zwei goldene Schlüssel aufgemacht und ich hatte bis jetzt nie was Gutes drin. Ich hatte bis jetzt entweder Granaten oder Artefakte drin und alles war scheiße. Ah ja. Unglücksshow. So ein super sicherer Schlüssel, also da wäre ich auch nie so reingekommen. Schau dir den mal an. Ein Schlüssel, mit dem die Archive von Sanctuary geöffnet werden können, wo Roland seine Kommandozentrale eingerichtet hat. Super sicher, oder? Ja. Ja, das ist so ein Panzerschloss. Von dem, wo wir sowieso die Klinke einfach immer hochdrücken. Ah! Ich frage mich nur eins, wo ist das Schlüsselloch, ne? Ja, eben. Das ist wahrscheinlich nur so metaphorisch, dieser Schlüssel. Damit wir jetzt legal rein dürfen. Jetzt, wo du es in Rolands Hauptquartier geschafft hast, solltest du nach Hinweisen suchen, die etwas über seinen Aufenthaltsort verraten. Nö, der kann sterben. Hyperion Schaden und Ladegeschwindigkeit. Yay. Kann safe Hätte er benutzen. uns irgendwas Schönes geben können oder so, damit wir ihn besser besiegen können. Aber nein, er gibt uns ein Safe, wo wir Dinge aufbewahren können. Ja, er weiß, dass wir einfach, dass wir und unsere Gegenstände viel zu gut sind. Ich höre, wie auch immer. Du meinst diesen Massenmorden in Kopfgeldjäger? Oh
Ich muss in Scheiß. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. So, weg mit den Artefakten. Braucht sowieso niemand. Nein, deswegen habe ich auch meine gerade verkauft, die ich durch einen goldenen Schlüssel bekommen habe. Ganz ruhig, tief durchatmen und die Kiste einschlagen. Ja. Oh nein, jetzt müssen wir uns ja wieder so viel von Claptrap anhören. Wenn du wissen willst, die ein paar hundert Ärsche für ihn aufzureißen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. Kacke, ich dachte, ich habe alle Meldungen von Steam unterdrückt. Drei Meter. Zweieinhalb. Krieg ich hin. Ja, viel klar. Okay, das geht nicht. Tanz, Baby. Schöne Schilde hier drin. Super. Claptraps Stümperei hat der Zugang zu seinem Geheimversteck verschafft. Wesentlich früher als erwartet. Nö. Ich gebe ihm keinen High Five. Muhahaha. Ich bin so gemein. Ich verhungere. Ich will eure Babys fressen. Dr. Zed, richte keinen Schaden an. Ich hätte es noch früher sagen sollen, dann wäre es noch cooler gekommen. Okay. Ja, wir wissen, dass du das Spiel auch nicht kannst. Komm mal her. Er hat gerade gesagt, er wurde er wurde angeschossen, braucht Hilfe. Okay. Du brauchst Kohle und ich brauch. Zed braucht 20 Milliliter Bettesserigkeit. Sofort! Ich finde das auch immer so komisch. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor, aber sei vorsichtig. Griechen. Ich frage mich nur immer, warum einige Leute hier sagen, komm her und hilf mir oder was weiß ich, oder komm erstmal zu mir und dann reden wir. Wenn wir die Aufträge annehmen, dann... Joe! Ups. Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert. Es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Dr. Titels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ich weiß nicht, wie man auftritt. Da! Gott sei mein Zeuge. Eines Ups. Tages Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was... Magst du Speck, Joe? Bisschen Schleim oder Inzuchtbrot? Ich würde aber mich für den Schleim anscheiden. Könntest,
Bin ich der Meinung, hat sie das gerade wirklich gesagt? Und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander. Das hat sie gesagt, dass wir tatsächlich in ein Bett steigen könnten. So nach dem Motto. Du hast ein Iridium-Bruchstück gefunden. Vielleicht kann Patricia Tennis, eine verhaltensgestörte Archäologin, mit diesem Objekt etwas anfangen. Ach. Das uns nicht umbringt, macht uns härter. Ich habe in meinem komischen Claptrap versteckt da noch irgendwann von ewigen Zeiten mal einen Sirenen-Klassenmod gehabt. Mit diesem Skill, dass ich, wenn ich dich anschließe, dich heile, plus 4. Ja, genau, das spiegelt gerade meine Meinung ganz gut wieder. Und Team Gesundheitsregeneration plus 54,6%. Nicht schlecht. Nicht Prozent, sondern plus 54,6. Was macht ein Loch wie eine Kugel? Ist aber keine Kugel. Weißt du, was ein Kugel ja. Loch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiegel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Ich würde sagen... Mit einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Ja, ja, Pinke ja, kommt hin. Heut's nicht. Nein, nein. Aber wir wollen natürlich spoilern, nicht so zu viel verraten. Weil das ist auch voll geheim und so. Und außerdem ist E-Tech eigentlich... Ich weiß... Jetzt hast du es gesagt, ja. Ich habe doch eine E-Tech-Waffe. Ja gut, das ist ja stimmt, ich das ist drei, ja Mann, immer Magenta. Weil die Sache ist, es gibt ja noch die Seraphenwaffen, die sind richtig rosa. Die sind so hellrosa. Hi, die Dürni. Kein Applaus, bitte. Gut. Killen wir ein paar Bullimonks. Nö. Ich dachte, ich habe noch eine Kette dran. Ups. Mach Bodymon. Ach ja. Deathtrap, wie ich ihn vermisst habe. Ja. Ja. Ah, ja. Jetzt Viech. Terminated. Ist ja auch so lustig, wenn das Mädel dann so eine übel tiefe Stimme hätte. Hallo, ich bin ein süßes Mädchen. Süßes oder saures? Ach. Nein, nein. Auch wenn Herr Löffel schon vorbei ist. Was ich vermisst was? Habe. Ach so, das. Ah, ja. Ich sagte, was ich vermisst habe. Ich habe gerade irgendwie keine Waffe, mit der ich wirklich Schaden mache. Naja, ich habe noch das Schild an. Das legt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich bespreche das mit meinem. Nee. Und also, ich habe nur die Kanone. Außerdem wurde der Bug rausgepatcht. Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. Echt? Mhm. Ach, deswegen das heißt deswegen, also ja, es kam eins raus und da wurde es gefixt, ja. Es kam eins raus und es wurde damit gemacht. Ich weiß es nicht. Was kam eigentlich überhaupt bei dem Update? Also, warum kam eigentlich überhaupt ein Update raus? Ich habe mich schon gewundert, weil ich meine, ja, wie lange haben wir das Spiel jetzt? Ich kam nie ein Update raus. Ich habe keine anständige Granate. Du zufällig? Weil wir einen Prima-Biest mit einer Granate erledigen müssen. Ach, das. Ja, ich hab das, das magische Geschoss. Ich hab diesen... Bitte? Was ist das? Kettenblitz. Ach so. Ach ja, stimmt, das Ding.
Ich hab den Kettenblitz. Das OP-Ding davon. Für die, die es nicht wissen, das ist aus dem DLC Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Definitiv. Ja, das werden wir auch noch spielen. Ja. Später, wenn wir das Spiel durch haben. Das ist das beste DLC meiner Meinung nach. Auch wenn ich die anderen nicht gespielt habe, es ist einfach genial. Oh ja, schieß mich an. Oh ja. ganz musst du dich ja nicht mal, mich ja nicht mal heilen, weil ich heile mich ja selber jetzt durch den Klassenmod. Naja, ja. Das war lustig. Ja, es geht sogar echt schnell. Tschüss. Ah, da kommt. Ach nee, das sind. Ich wollte gerade sagen, sind das jetzt noch Viecher, die ankommen? Das sind deine Partikel. Sonst noch Freiwillige? Nee. Sieht nicht so aus, ne? So, jetzt kriegst du auch deine Kanone. Ja. Also die Rakete. Ich, oder? Achso. Achso, ein Raketenwerfer, ja. Ein bisschen schäger. Das macht aber wesentlich mehr Damage. Also wenn das Schild an ist, ist man echt okay. Außer Bullimons stürzen sich einfach aus 10.000 Kilometern Entfernung auf dich und töten dich halt. Dann, ja. Oder werfen einen Stein und bist tot. Ständerfurz war doch voll der tolle Name. Vielleicht war Bullimong doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. So, auf geht's zu Doc Mercy. Vor allem durch den Klassenmod mache ich jetzt einfach mal 54% meines Schadens in Gesundheit. Ui, 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 ui. Ja, die Rakete ist gut. Ja, es ist erstmal ungewöhnlich, eigentlich überhaupt Borderlands wieder zu spielen. Ich habe ja gestern nur Pre-Sequel nochmal ganz kurz gespielt, aber ansonsten auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Richtig. Ja, das stimmt. Wir haben generell sehr lange nicht mehr gespielt. Jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen durchziehen. Ja, ja, das Gute ist, es wäre scheiße, wenn wir beide keine Zeit hätten und dann ständig uns gerade so von unserem Termin her verpassen. Und so hab ich eben relativ viel Zeit. Und dann sind wir nur von dir abhängig. Slack-Geschosse! Generell. Generell habe ich meinen Kanal relativ schleifen lassen, obwohl ich eigentlich relativ viel Zeit hätte, theoretisch. Was sind denn das alles für blaue Dinger hier? Böse Thomas. Sirene. Sirene. Schild. Den Kopf würde ich auch gerne mal sehen. Aber am besten erstmal Doc Mercy. Nehm's, Alter. Lebensradar und Kettenreaktion. Ja, ich hasse den Death Drop. Warum haben sie das nicht gefixt? Ganz ehrlich. Tot. Ah, Sirene. Du hast Bekanntschaft mit E-Technologie gemacht und die Sache wird reichlich blutig. Yay! Da du die E-Tech gar nichts gefunden hast, wird es Zeit, sie auszuprobieren. Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll, brauche ich dieser Deftrip. Ja, gerne. Was? Also zur Erklärung, wenn ich in meinem Inventar bin,
ein Deathtrap in meiner Nähe ist, dann backt sich das durch das Inventar durch. Das heißt, ich sehe mein Inventar nicht mehr, sondern auch Deathtrap. Hey, ich habe diesmal Feuerschaden. Ich habe... Gar keinen? Ja, aber... Das ist immer, dieselbe Waffe, anscheinend ist aber nur elementar unterschiedlich. Ich hatte sonst auch immer nur normal. 1088. Hast du? Bitte. Was? Ich glaube sogar noch mehr als ich. Ja. Ich habe nur 1360. Ja, ich habe 1088. Nicht 880. 1088, ich habe... Okay, dann habe ich mehr Schaden als du und dafür hast du den Elementar. Naja, nee, wenn Elementar drauf ist und das ist dieselbe Waffe, dann ist das mit dem Elementar schwächer, weil der Elementarschaden noch draufgesetzt wird. Ja. Hast du auch 202 Schuss? Ja. Sterbt! Haben wir vielleicht auch hier so einen tollwütigen Skeck? Egal. Kriegst du eigentlich auch die Kotze auf dem Bildschirm? Ja, Kotze an den Fahrern. Ich will mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht mal so einen tollwütigen Skeck haben. Falls ja, dann nicht töten, weil der bringt extrem viel Erfahrung. Ach nee, sieht irgendwie mau aus. Oh, wäre auch zu schön gewesen. Was war das denn gerade? Raketen 2.0. Nett. Und wo ist da der Unterschied? Oh. Ja, die machen aber keinen Schaden. Ja, stimmt. So also oft sitze ich nicht auf dem Beifahrersitz. Meistens werde ich dazu verdonnert oder bestehe darauf zu fahren. Ich klettere die Leiter hoch und das Spiel sagt mir, Missionswaffe verwenden. Ja, sorry, dass ich beim Leiterklettern nicht die Leiter verwenden, die Waffe verwenden kann. Ah, scheiße. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Das war super besser. Ach, stimmt, das ist... Ah, ja. Ja, na gut, also das Sterben nicht, aber das ist wieder mit dem Kannst. Nee, nee. So oft kann ich dich auch nicht wieder beleben. Der tat weh. Au. Also ohne das Schild würde das deutlich länger dauern. Die Waffe macht einfach keinen Schaden, ist so scheiße. Ach. Joe, wir sind in der Aufnahme, wir müssen quatschen. Dann kommen wir nicht mit sarkastischen Antworten. Wir müssen davon ausgehen, dass es Leute gibt, die dieses Spiel nicht gespielt haben. Nein, ich meine nur, ja, ist mir klar, dass sie keinen Damage machen, weil ich dieses Schild nicht habe. Und ich mache keinen Damage. Ach so. Deswegen war das so sarkastisch gemeint. Einen einzigen Banditen müssen wir noch umlegen. Na gut, wir müssen sowieso hier rein. Da sollte es noch genug Leute geben. Ja, ich habe eine lustige Assault Rifle von Railgun von Jakobs. Ups.
Läden, vielleicht mal was verkaufen. Ich habe, glaube ich, gar nichts zu verkaufen. Tipps. Schon. Was haben wir denn sonst noch so für Waffen? Naja. Lass mal noch ein bisschen Munition aufstocken. Na gut, das, das gut ist so oft, nutze ich sowieso nicht Assault Rifles, von daher passt das schon. Das Problem ist, ja, ich habe aber drei Assault Rifles in meinem Inventar. Wunderbar. E-Take ist einfach der Hammer. Nee, mach ich nicht. Ich möchte kein Geld und keine Erfahrung dafür bekommen, bitte.